das ist der letzte Merchlich, den es zurzeit gibt, Leute. Moin Leute, euer Bambus wieder am Bambus und heute zeige ich euch den wirklich letzten Glitch bzw. letzte Afterpatch-Variante des Merchliches. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erstmal zu bitten, einen fetten Like fürs Video das lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, verpasst die krassesten Glitches in GTA Online. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch, Leute? Für diesen Glitch braucht ihr erstmal natürlich ein Spenderfahrzeug. Dieses Spenderfahrzeug kann irgendeiner Garage stehen, das ist tatsächlich völlig egal. Natürlich braucht ihr für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, was ihr gerne merchen möchtet. So Leute, hier stoßen wir erstmal auf ein kleines Problem. Denn theoretisch ist es hier ein Car-to-Car-Merch. Warum es aber Probleme gibt, zeige ich euch am Ende des Videos. Deswegen werde ich hier einfach, um das Ganze euch zu zeigen, das mit einem Motorrad machen. Denn das Ganze mit einem Motorrad zu machen, ist bei diesem Glitch deutlich, wirklich deutlich leichter. Deswegen, falls ihr auch ein Motorrad merchen möchtet, dann braucht ihr natürlich ein Motorrad, was ihr gerne merchen möchtet und müsst auch MC-Präsident werden. Das ist ganz wichtig. Und zu guter Letzt, klar, braucht auch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze sehr gut, dann könnt ihr mit dem Glitch anfangen. Als erstes trefft ihr euch mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundesitzung aufgenommen. Ihr und euer Freund trefft euch jetzt bei LSK Meet. Seid im LSK Meet angekommen und seid auch mit dem Spenderfahrzeug vor Ort, registriert euch erstmal als MC President. Habt ihr das getan, dann muss jetzt euer Freund oder ihr das Sprintrennen starten. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht jetzt hier auf LSK Meet und dann auf Sprintrennen. Euer Freund müsste dann jetzt eine Einladung aufs Handy bekommen, die er einfach annehmen muss. So, sobald der Timer abgelaufen ist, dann startet das Sprintrennen. Ist das Sprintrennen gestartet, fahren wir jetzt zu dieser Location. Denn hier, an dieser Location, findet ihr einen so gesehen Wall-Glitch. Und diesen Wall-Glitch brauchen wir für diesen Glitch. Denn wir fahren jetzt mit dem Fahrzeug jetzt da rein. Und zwar so, dass das Fahrzeug mit der Schnauze einfach da drinnen steht. Muss nicht komplett rein. Wenn ihr zu weit reinfährt, dann sterbt ihr kurz, respawnt neu. Das passiert manchmal. So, habt das Fahrzeug jetzt ungefähr so hingestellt wie ich, dann müssen wir jetzt jemanden beitreten, der theoretisch einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir nehmen einfach unseren Bot. Ganz einfach, ganz simpel. So, die Botnamen habe ich, by the way, auch in die Kommentare geschrieben. So, sind wir denen jetzt beigetreten. Zählen wir jetzt einfach mal, beziehungsweise gucken wir jetzt auch mal, wie lange es braucht, dass die Meldung lädt. Denn daraus müssen wir gleich unser Timing ablesen. So, ist jetzt die Meldung gekommen, könnt ihr jetzt einfach mit Kreis abbrechen. Denn wir wissen jetzt ungefähr, wann jetzt diese Meldung kommt. Deswegen treten wir den jetzt ganz nochmal bei. Und jetzt, Leute, müsst das Ganze so timen, dass ihr mit 3 gedrückt ja respawnt. Und in diesem Sinne, wo der Balken vorlädt beim Respawn, dass genau in diesem Moment die Meldung kommt, dass ihr dem Bot beitreten möchtet. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsst ihr direkt die Zielmodusmeldung haben. Nicht, ob ihr euch sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet, dann habt ihr es leider nicht hingekriegt, sondern es muss tatsächlich direkt die zweite Meldung kommen, da der Bot ja in einem anderen Zielmodus ist. Und wenn ihr das Ganze hinkriegt, müsst ihr das Ganze mit Kreis abbrechen und dann müsstet ihr sogar diesen Todesscreen haben. Aber ihr müsst auch in diesem Todesscreen als Charakter stehen. Unglaublich wichtig. So, in meinem Fall habe ich das Ganze hier nicht hingekriegt, denn ich habe da diesen Todesscreen hier. Aber ich habe es leider nicht geschafft, dass mein Charakter steht. Aber ist nicht schlimm, Leute, denn wir machen es einfach direkt noch einmal so lange, bis es halt funktioniert. Und Leute, ich bin ehrlich, falls ihr euch mit diesem Glitch nicht auskennt oder ihn zum ersten Mal macht, dann wird das wahrscheinlich ein ganzes Stückchen dauern. Denn bei mir war es genauso. Ich habe wirklich etwas länger gebraucht, bis ich das mal hingekommen habe. Mein Kollege, by the way, der auch gleichzeitig mitmerchen kann, der hat es sich relativ schnell hingekriegt. Ich habe tatsächlich aber ein bisschen länger gebraucht. So, hier ist der Versuch, der bei mir funktioniert hat. Denn ich stehe jetzt wieder mit dem Auto, mit der Schnauze in diesen Wall-Glitch drinne. Und ich drehe jetzt meinen Bot bei. Während ich jetzt meinen Bot beitrete, halte ich irgendwann Dreieck gedrückt, um zu respawnen. Ich habe das ganze Timing-Technik so abgepasst, dass der Respawn-Balken vollläuft, dass genau dann die Meldung kommt zum Beitreten. Aber es natürlich dann direkt die Zielmodus-Meldung ist. Ich breche diese Zielmodus-Meldung ab. So ist die Meldung abgebrochen, dann seht ihr jetzt, dass hier mein Charakter steht. Ich öffne sofort das Interaktionsmenü, gehe jetzt hier sofort auf MC President, lagere mein persönliches Fahrzeug ein, gehe wieder auf hier MC President und bestelle hier das Motorrad, was ich gerne gemerged haben möchte. In meinem Fall ist es jetzt hier einfach die Opresso MK2. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr nicht mit einem Auto respawnen, was ihr im Rennen hattet, sondern mit dem Motorrad, beziehungsweise in meinem Fall mit der Opresso MK2. Und zack, boom, bam, Leute, die MK2 ist gemerged. Aber Leute, das Fahrzeug ist noch nicht abgespeichert.
Um das Ganze jetzt abzuspeichern, müssen wir jetzt tatsächlich erstmal das Rennen so gesehen beenden bzw. abbrechen. Das bedeutet, wenn beide von euch gemerged haben, fahrt ihr es einfach kurz zu Ende. Falls nur einer von euch gemerged hat, kann der andere einfach die Sitzung verlassen. Das geht deutlich schneller. So, jetzt sind wir in der Open Lobby, frei verfügbar, aber das Fahrzeug ist natürlich noch nicht abgespeichert. Normalerweise würdet ihr jetzt einfach mit dem Motorrad bzw. Fahrzeug einfach in LS Customs reinfahren und irgendwas umtunen. Geht aber mit der Presse 1K2 nicht. Dafür gibt es aber auch ein Workaround, der ist ziemlich einfach. Ihr geht jetzt einfach wieder auf MC President in Interaktionsmenü, geht es hier auf Clubaufträge und geht auf Cage In. Dadurch, dass ihr diesen Auftrag startet, könnt ihr tatsächlich mit jedem Fahrzeug in LS Customs reinfahren und auch mit der Oppressor MK2. Das bedeutet, wir fahren jetzt hier einfach mal rein und ihr werdet merken, dass ihr trotzdem kein Tuning-Menü in diesem Sinne habt, aber ihr eine Bombe reinbauen könnt. In diesem Sinne macht jetzt einfach diese Fernzünderbombe rein für 57 Dollar. Habt diese Fernzünderbombe reingekauft, dann fahrt jetzt wieder raus, stellt das Fahrzeug irgendwo hin, lauft mal kurz ein paar Meter zur Seite und lasst das Fahrzeug explodieren. Dadurch, dass das Fahrzeug explodiert und ihr es wieder neu bei Morse Mutual anfordern müsst, werden die ganzen Tuning-Teile gespeichert. Wie gesagt, das könnt ihr sich bei jedem Fahrzeug so machen, aber bei den meisten Fahrzeugen könnt ihr in LS Customs reinfahren, einfach so direkt umtunen. Aber bei Fahrzeugen wie diesem hier müsst ihr es leider so machen. Aber gut, das ist jetzt der Weg bzw. der Glitch gewesen, wie ihr merchen könnt. Generell, so funktioniert der Glitch. Also, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, das Ganze könnte auch mit einem Auto funktionieren. Zum Beispiel mit dem Vivil Custom, dass ihr den merchen könnt. Aber ich bin ehrlich, theoretisch oder generell praktisch ist das tatsächlich eigentlich sehr gut möglich, aber es ist einfach unglaublich krasses Timing. Man denkt jetzt schon, dass im Video mit diesem Glitch schon krasses Timing ist, ist es auch eigentlich. Aber mit dem Auto ist es nochmal ein deutlich anderes Level. Denn ihr könnt das Ganze auch mit einem Auto probieren, in diesem Sinne, dass ihr nicht mehr MC President seid und versucht über MC President irgendwas zu bestellen. Nein, ihr müsst es jetzt diesmal über MOC anfordern. Das bedeutet, euer Fahrzeug, was ihr gerne merchen möchtet, muss in eurem MOC stehen. Und anstelle des Videos, wo ich meine MK2 angefordert habe, müsstet ihr theoretisch im Interaktionsmenü ganz nach unten scrollen zu Sonderfahrzeuge, dann zur mobile Kommandozentrale und dann Fahrzeug aus mobile Kommandozentrale anfordern. Wie gesagt, theoretisch absolut möglich, aber praktisch, ihr braucht so viel Zeit, darunter zu scrollen. Es muss alles perfekt laufen, damit ihr es hinbekommen könntet. Und ich sage euch ehrlich, Leute, das hat bisher, soweit ich weiß, noch niemand hingekriegt, weil das Timing so hart krass ist. Es gibt bestimmt Leute, die es schon geschafft haben, ins MOC-Menü zu kommen, aber nicht weiter, so nach meines Wissens. Deswegen ist das eigentlich eher so ein Car-to-Bike-Merch, aber theoretisch und eigentlich auch praktisch ist es möglich, auch hier im Fahrzeug zu merchen. Ihr könnt es gerne versuchen, habe ich auch, aber ich war tatsächlich einfach zu langsam, habe es irgendwann tatsächlich aufgegeben. Aber gut, das waren jetzt alle Informationen zu diesem doch recht schweren Glitch. Falls ihr irgendwie Fragen oder Hilfe braucht, gerne in die Kommentare mal reinschreiben. Ich beantworte eure Fragen gerne. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.